Ja, es gibt ja viele Regionen oder Landkreise, die den Beinamen Schweiz mit sich führen, außer die Schweiz selber natürlich. Sowas wie die Fränkische Schweiz, die Märkische Schweiz, die Sächsische Schweiz. Und ich würde euch gerne mitnehmen heute in den südlichen Bereich Brandenburgs, fast schon an der Grenze zu Sachsen. Da gibt es nämlich auch eine Schweiz, und zwar Und dort werde ich jetzt hinfahren und was es da alles Schönes zu erleben und zu sehen gibt, das würde ich sagen, schauen wir uns gemeinsam an. Wenn ihr Lust und Laune habt, bleibt einfach dran. Nun gut, ich vertraue mal auf das Gute. Lasst uns mal loslegen. Ab geht's. Hier am Ende der Straße, der Weinbergstraße in Hohenbuka, ist dieser kleine Wanderparkplatz hier, von wo aus man, wie es aussieht, wunderbar seine Touren starten kann hier. Hier kann man kuschelig stehen, gefällt mir. Ich muss mir erstmal hier meine Wanderpumps anziehen. Das hat nämlich, wie es aussieht, hier mächtig gewaltige Regen die Nacht. Das ist alle Duty und nass. Und insofern müssen wir mal hier uns ein bisschen besser anziehen. So, seid ihr fit davon? Dann würde ich sagen, drehen wir mal eine gemütliche Runde. Ab geht's. Ja, muss mächtig gewaltig geschüttet haben hier. Überall triefend nass, tropft von den Bäumen. Die Pfützen stehen. Aber wie gesagt, die Sonne ist gerade aufgegangen. Wird gleich besser. Der muss ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Ja, die ersten Sonnenstrahlen treffen durch das Blätterdach auf die Reste dieses alten Baumes. Schön. Also falls ich sollte müssen irgendwo ins Unterholz rennen, dann wird es sehr spannend aufgrund des Regens.
sieht das natürlich für meine trockenen Hose und Schuhe nicht gerade sehr rosig aus. Na gut. Ich bin ja mehr oder weniger auf der Suche nach einem kleinen Weihergebiet, was so ein bisschen durch mehrere kleine Inseln aufgelockerter See ist, würde ich mal sagen, oder Mini-Weiher halt so laut den Karten bei dieser bekannten Suchmaschine. Und wenn wir ihn finden, und er sollte offen sein, also sprich offen zwecks Corona-Maßnahmen vielleicht irgendwie noch so ein Mist, würde ich ganz gerne mal diesen Aussichtsturm finden wollen und da eventuell auch noch mal von oben einen Rundblick machen. Mal schauen, was uns so gelingt und was nicht. Wir haben es ja wenigstens schon mal von Asphalt auf Forstweg geschafft. Immerhin. Ja, diese Morgenstille ist schon cool. Ist natürlich auf eine Art schön, dass die Insekten noch nicht ganz so lebhaft sind aufgrund der Morgenfrische. Wüsste, würde ich sagen, ich habe ihn gefunden. Mein See, Weiher, Insel durchzogen, wie auch immer. Ich gehe mal noch ein Stückchen runter, aber ansonsten würde ich sagen,
ist die Stelle hier schon mal ganz brauchbar. Thank you.
Okay. Weihersee gefunden. Habt ihr übrigens den Turm rausgucken sehen über den Bäumen am Horizont? Das ist dieser besagte Aussichtsturm, welches jetzt mein nächstes Ziel ist. Und da werde ich dann erstmal, weil es nicht gerade von Menschen überlaufen ist, mal eine kleine Pause machen und was essen. Unbezahlbar, so eine Morgenstimmung. Das kannst du eigentlich gar nicht mit Worten beschreiben oder irgendwie vergleichsweise wiedergeben. Am besten erlebt man sowas immer live. Okay, ich mache weiter und ihr kommt mit. Ich hoffe nur irgendwo, dass er offen ist. Wenn nicht, wäre es sehr schade. Ich wollte nämlich jetzt zum Frühstücken da hoch. Ich hätte es euch gerne gezeigt, aber leider, wie ihr seht, ist das Ding zu. Sehr schade. Betreten ist verboten, ja. Betreten ist verboten, aber warum? Mir ist keiner. Tja, eigentlich ein bisschen schade, dass wir nicht auf den Turm konnten. Ich könnte gerne da oben gesessen zum Frühstück auf diesen Turm. Aber hat nicht sollen sein. Warum auch immer, kann ich euch nicht sagen. Stand nicht da. Ob vielleicht irgendwelche Baumaßnahmen dort gemacht werden oder irgendwas Kaputtes. Ich weiß es nicht genau. So, jetzt kämpfe ich mich hier gerade den Hang runter und ich glaube, wir kommen langsam in diese Ecke, wo wir ja, wo wir wissen, warum die Schweiz Schweiz heißt, und zwar Buchsche Schweiz. Ja, fühlt sich durchaus wie Sandstein an, wie im Elbi. Ich würde sagen, für die Kids ein großer Spielplatz.
Ja, hier hat sich natürlich jeder irgendwie verewigt und versucht hier was drin zu kratzen. Aber man würde es wahrscheinlich auch nicht anders machen. Umso eher man aufsteht, umso eher man loskommt, umso größer ist die Chance, so eine Location für sich ungestört zu haben, bevor hier vielleicht die Tagestouristen kommen mit ihren Kindern. Dann geht die Kreische und die Renne und die Hopse und die Blöke los. Ach schön. Jeder kratzt hier irgendwas drin. Und die Natur versucht so ja ein bisschen Farn hier durchwachsen zu lassen. Ja, schöne Ecke hier. Was mir heute früh natürlich zugute kam, mit meinen Mücken und durch die Wildnis, die Krauche, langärmlich, wird mir jetzt natürlich wieder auf die Nase fallen, weil der Planet anfängt zu drücken. Naja, gut. So, ich werde jetzt eine Kleinigkeit essen und noch was trinken. Ja, wie ihr gesehen habt, ist das schon durchaus ein lohnendes Ziel hier. Diese sogenannte Bugsche Schweiz. Konnte ich euch ja nur relativ easy alles zeigen, was hier so lohnenswert wäre zu zeigen. Ich mache hier noch eine kleine Pause, bevor ich zum Auto zurückgehe.
freue mich, dass ihr sozusagen wieder mit bei gewesen seid und ich euch einladen konnte, mit mir zusammen wieder durch die Wildnis zu streifen. Ja, wer möchte, kann mir gerne mal ein Like da lassen. Hier unten ist mein Profilkopf. Auf der Seite hier eine Empfehlung von meinen Videos. Vielleicht die eine oder andere Sache mal bei, die man sich anschauen könnte. Ansonsten hat mir das wieder viel Spaß gemacht mit euch. Und wünsche euch eine schöne Zeit dabei. Macht keine Dummheiten, geht raus bei herrlichstem Wetter. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal in alter Frische. Bis dann, euer Stecki. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back, while I'm on a one-way track. Now I know. Also nochmal vielen Dank fürs Dabeisein. Und wer möchte, hier unten geht's zum Abonnier-Button. Hier vielleicht ein Vorschlag für einen nächsten Film zum Anschauen. Macht's gut und wir sehen uns.